Und damit herzlich willkommen zum Beginn der bösen Kampagne von Die Schlacht um Mittelerde 1. Wir haben ja jetzt die komplette gute Kampagne abgeschlossen in 37 Missionen, wenn ich mich recht erinnere, die es insgesamt waren. Und nun schauen wir uns die Kampagne von diesem werten Herrn an, den wir jetzt gleich sehen werden. Sobald die Kamera weit genug hochschwenkt. Genau, dem Herrn Sauron höchstpersönlich und seinem Handlanger Saruman. Und wir gucken mal, was uns erwartet. Denn tatsächlich, wie ich schon mal angekündigt hatte zuvor, ich spiele das so tatsächlich zu 99% blind. Denn zum einen ist, als ich das exzessiv gespielt habe, das Spiel in den Kampagnen, es ist gut 15 Jahre her. Und dazu kommt dann eben noch, dass ich hauptsächlich die Guten immer gespielt habe. Die böse Kampagne hat mich damals nie so recht gejuckt. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Ich würde sagen, los geht's. Natürlich auch auf schwer. Okay, da wären wir. Und wir fangen gleich in Isengard an. Stimmt, ich glaube, daran kann ich mich erinnern. Ich glaube, die erste Mission habe ich hier und da gespielt, aber darüber kaum. Kann es sein, dass es gleich mit der Endinvasion anfängt, die wir abwehren? Der dunkle Herrscher Sauron muss den einen Ring zurückgewinnen. Mit seiner Macht wird er ganz Mittelerde unterwerfen. Nur Gondor steht noch zwischen Mordor und dem Rest Mittelerdes. Wenn Gondor fällt, gehört ganz Mittelerde Sauron. Wollte gerade sagen, hört sich toll an. Das Land der Pferdeherren. Doch schon bald wird die Rittermark einem neuen Meister gehorchen. Und ich, ja, Tatsache, es beginnt gleich, wir überspringen gleich mal ein paar Ereignisse, ne, und beginnen gleich mit dem Ende von Teil 2 von Die Zwei Türme, und zwar hier mit dem Fall Isengards, den wir jetzt vielleicht doch abwenden können. Das heißt, Helm's Klamm wurde schon verteidigt, oder wie? Ist natürlich auch ein bisschen doof, es sei denn, wir machen es doch noch irgendwie. Wird sich wohl zeigen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt irgendwie... Gut, ich meine, ab einem gewissen Zeitpunkt geht es natürlich in alternative Geschichte übrig, aber wo jetzt genau der Einstiegspunkt ist und ob schon gleich alternativ beginnt. Isengard, der einstige Verbündete Gondors, gehorcht nun einem neuen Herrn, dem dunklen Herrscher Sauron. Oh, das sieht ja noch richtig... Ah, nee, Moment, wir sind immer noch beim ersten Teil, das wird gerade erst angefangen zu fällen. Diese Ents, die sind ja, glaube ich, nur so ein Nebenprodukt jetzt gerade erstmal. Das ist noch nicht die Invasion. Wir machen die ganzen Vorbereitungen erstmal. Der Harnbacher Forst wird fallen. Gab es dieses wunderbare Voice-Over mit dem Harnbacher Forst und Saruman? Das war so klasse einfach, ne? Gib mir eine Armee. Die Mordors viel zu tun ist. Oh ja. Unsere Schmieden mit dem Holz aus den Wäldern Fangorns. Wir brauchen Brennholz, um eine mächtige Armee zu erschaffen. Ja, da muss. Mehr Arbeiter! Lasst sie schuften! Da muss eine Menge Holz ran. Och, wir haben so ein paar Hochsperrträge. Schön. Die sind ja überall so ein bisschen verteilt. Wir haben ein paar Armbrustschützen. Schluss mit dem Gequatsche! Dann haben wir hier einen schönen Grafikglitch. Alles klar. Komm zu mir, meine Diener. Kein Wunder, dass dies abgerissen wird hier, wenn da alles so rumglitscht, wie wahnsinnig. Kommt, meine Diener! Ein Gebäudefundament. Hierher! Los, bauen wir ein Gebäude! Yay, wir machen auch die ganzen Bauplätze frei. Eine Isengard-Uruk-Grube. Yes! Haltet euer Werkzeug bereit! Kommt zu mir, meine Diener! So, hier haben wir den magischen Sturm. Den muss ich mir auch nochmal angucken, aber ich glaube, der wäre sehr ähnlich wie Gandalfs Druckwelle da, die er macht. Schnell! Und er hat auch Führerschaft. Oh, Schadenrüstung. So, dann geht's mal richtig los hier. Und ja, das ist immer noch falsch gekennzeichnet. Isengard-Armbrustschützen, komm, dann machen wir mal welche. Speer aus Rom. Da ist der Feind. Was sollen wir tun? Lass sie mir und rennt weg. Hierher. Waren die nicht zu Verhandlungen oder so da und wir quatschen erstmal? Kann uns trotzen. Na gut, okay. Wutz, Junge, mitsamt Pferd weggedrückt. Und nochmal hinterher geboxt. Na, ich dachte jetzt schon fast, jetzt kommt noch ein kleiner Dialog oder so. Ich kann mich da echt kaum erinnern.
Spielen wir den Kriegsgesang. Und wir haben einen neuen Bauplan. Ihre Armbrüste sind bereit. Ah, mehr Boost für die Einheiten. Ich hoffe, das können wir auch häufiger machen als diesen Wald, weil der Wald ist ja an so vielen Stellen immer wieder. Hört mal! Aber hört mal hier. Armbrüste! Armbrüste! Die Ents reißen unsere Mauern ein! Ja, genau, das sind jetzt einfach welche, die jetzt schon von der Natur aus angepisst sind. Aber das ist jetzt nicht die Invasion unter Baumbart, wo jetzt die Ents offiziell in den Krieg gezogen sind. Ich glaube, das waren einfach nur so ein paar Ents, die keinen Bock mehr hatten. Ein paar besorgte Bäume sind das einfach nur. Aber besorgte Bäume werden abgefackelt. Hier hat niemand eine andere Meinung zu haben als ich. Damit das klar ist. Und Thronräuber, seid Armbrüste! Piu, piu. Unsere Zeit ist gekommen. Da, sie sind da drüben. Ruhe! Haltet euer Werkzeug bereit. Ja, sag mal. Den Turm könnt ihr nicht kaputt machen. Wäre das möglich gewesen, wäre das schon viel eher passiert. Also gut, jetzt ab diesem Zeitpunkt nicht. Aber ihr wisst schon. Wir haben genug Bäume für ein neues Gebäude gefällt. Yay. Nice. Könnt noch mal ein Sägewerk machen? Urukai. Mehr Sägewerke. Machen wir mal in die Richtung, oder? Machen wir mal hier noch eine Urukgrube machen. Die Elben. Lasst keinen am Leben. Ey, wer kommt denn hier alles? Ruhe jetzt! Isengard wird siegen. Hierher. Nur die Harten kommen in den Isengarten mal wieder. Gehen wir. Die rangen mich aus. Ich besudel, was ich will. Lasst keinen am Leben. Nieder mit den Elben. So, gut. Elbenweitwurf. Das geht nicht nur mit Zwergen, ja? Ich lach dir hübsches Gesicht ein. Ja. Was euch befolgt wird! Treibt sie zurück! So, gleich noch irgendwas. Ich überlege, ob ich den Palantir auch. Bei mir werden direkt zu Rohstoffen und Auge Saurons. Ah, die Industrie. Mehr Rohstoffe beim Fällen von Bäumen. Rohstoffbonus für besiegte Gegner allgemein. Das ist natürlich praktisch. Verdippten Landstrich. Ah, der Ballrock. Gesamte Karte versinkt in Dunkelheit, alle verbündeten Infanteriehorden. Aber nur Infanteriehorden. Rufe die Horde, Orks werden schneller erschaffen. Wisst ihr was, ich mache meine Palantir, ich glaube, das ist das. Du bist schwach. Aufdecken kann nicht schlecht sein. Okay, eben nicht. Und wir haben einen neuen Bauplatz. Nicht retten. Der neue Bauplatz würde ich nicht retten, Junge. So, wir brauchen noch mehr. Wir haben noch Potential. Wir haben einen guten Bauplatz gefunden. So, da noch ein bisschen Holz, da machen wir mal. Nimmt blutige Rache, Saruman. Nein. Vernichte die Elben. Das sind doch keine Elbenkrieger. Die sind mir ziemlich holzig geworden, glaube ich. Kommt zu mir, meine Diener. Haltet euer Werkzeug bereit. Na komm, macht die Bäume weiter. Schneller! Treibt sie zurück. Noch mehr Uruks kommen aus den Gruben. So, die fackelt jetzt schön an. Krieg. Also ganz ehrlich, Feuerpfeil ist ja so oder so schon OP, aber gegen Enz ist das ja wirklich der absolute Abschuss. Ja, was willst du machen? Mehr Sägewerke bringt es jetzt auch nicht unbedingt. Die Uruks, wir haben einen neuen Bauplatz entdeckt. Haltet euer Werkzeug bereit, du! Aufwachen, Maulhaut! Der Wald weicht zurück und wir haben einen neuen Bauplatz. Ich hab irgendwie... Dieser verfluchte Theoden plant eine neue Teufelei. Teufeleien? Aufpassen, noch mehr Uruks kommen aus den Gruben. Ich krieg langsam Hunger! Aufwachen! Die planen aber ziemlich viele Teufeleien, von denen ich nie mitbekommen habe. Wir haben genug Bäume für ein neues Gebäude gefällt.
So, holen wir mal richtig hier die Uruks raus. Wir sind gerade im Sommerschlussverkauf. UVP steht für nicht, bei mir nicht für die unverbindliche Preisempfehlung. Das ist der Uruk-Vernichtungsplan. Also jetzt nicht die Uruks zu vernichten, sondern mit den Uruks zu vernichten. Deine Armee wird Isengard nur über unsere leblosen Körper verlassen. Okay. Ich sehe schon, das ist ein Was-wäre-wenn im Sinne von, was wäre, wenn Rohan nicht defensiv gewesen wäre, sondern gegen Isengard in die Offensive gegangen wäre und dabei höchstwahrscheinlich gescheitert wäre, wie es aussieht. Oh, ich liebe die Sprüche von den Uruks. So, die Blockformation hat ja gut ordentlich nochmal Defensive gebracht, die brauchen wir. Sollten wir das... Wie bitte? Kommen die jetzt oder soll ich zu ihnen kommen? Oh, ich glaube, ich soll zu ihnen kommen, oder? Oder ist das... Ah ne, das sind einfach so Römer. Ich dachte schon fast, da ist jetzt Eo mehr dabei. Ich frage mich, ab irgendeinem Punkt beginnt, glaube ich, das Was-wäre-wenn, wenn man so will. Hier gibt es immer Arbeit. Ne, gibt's eben nicht mehr. Ah, genau. Ich fand die Sprüche von den Uruks immer so super. Vor allem von den normalen Urukriegern, dass wir... Macht eure Waffen bereit. Macht euch kampfbereit. Uruks. Macht euch kampfbereit. Macht euch kampfbereit. Aufwachen. 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 Schluss mit dem Gequatsche. Richtig, jetzt ist... Ja, ich glaube, wir müssen raus. Ich krieg langsam Hunger. Maul halt weiter so. Angriff, aufwachen, macht eure Waffen bereit. Dann kommen wir mal raus. Zu tun. Wir greifen an. Bald. Macht eure Waffen bereit. Wir greifen an. Aufwachen. Ich krieg langsam Hunger. Ich krieg langsam Hunger. Dann kommt mal ran, meine Kameraden. Ruhe. Bolzen einlegen. Aufwachen. Aufpassen, du. So, wir lassen uns sogar noch ein bisschen Zeit hier zu formieren. Weiter, weiter! Seht ihr was? Ruhe! Schluss mit der Quatsche! Und man nicht so... Oh, gemein! Ah, da, 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 da! So, ein bisschen Bonus und rein da. Ah, dieses Licht ist gemein. Aber das kriegen wir schon hin. Solange die jetzt nicht weiter durchrasieren, einfach. Oh, ich glaube, Armbrustschützen hier in Angriffsformation ist keine gute Idee. Also hier in Angriffsbewegung, weil da rennen die meistens zu weit. Oh, Saruman darf sein Feuerbällchen machen. Komm, zeig mal. Wutz! Hui! Ein Feuerball mag ich. So ein Feuerball, Junge, ist das. Schlangenzunge, kontrolliere vorübergehend die ausgewählte Einheit. Stimmt, das war auch praktisch. Mach den Weg frei. Wir haben die Uruks. Mach der Sprache. Erfahrung für alle Einheiten. Noch mehr Uruks kommen aus den Vorrücken. Der Führerschaftsbonus ist auch schon sehr praktisch. So, jetzt gibt's Lasagne heute Abend zum Abendessen. Und Salami. Niemand vermag Saurons Macht zu widerstehen. Yes. Schön. Jetzt geht's, glaube ich, zu Helms Klamm. Alles klar, ich verstehe. Erstmal ein bisschen verwirrt, weil so in Isengard gekämpft wurde ja eigentlich immer nur bei dieser Endinvasion. Das wurde ja so ein kleines bisschen vorgenommen jetzt. Aber schön. Oh Gott, die ganzen Bonusziele. Also wir haben die Bonusziele erreicht auf jeden Fall. Ich wusste nur nicht, was es war. Schön. Dann bedanke ich mich an der Stelle mal fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder.